Das ist Abschluss der Das wird kalt mittlerweile. Puh, das ist eklig. Dann beweg dich und eskalier. Okay. Jetzt kommt der Abschluss der Döner. Nein, nicht Kürbiswoche, war Kürbiswoche. Jetzt sind wir am Abschluss der Kürbiswoche. Und wie kann man es einfach geiler, um diese Jahreszeit die Kürbiswoche abzuschließen mit einem Kürbisrezept. Außen Dutch Oven. So sieht es nämlich aus. Ich habe voll der Faden. Ich bin voll durch, weil ich vorher die ganze Zeit hin war. Okay. Aber wir brauchen natürlich ein paar Zutaten. Die werde ich euch jetzt natürlich auch erzählen. So, wir brauchen hier in unserem Fall ein bisschen Schlagsahne. Hier haben wir Orangensaft. Das ist der Weißwein. Das ist Wasser. Dann haben wir Hokkaido-Kürbis. Nimmt wirklich, ich finde Hokkaido einfach mega geil. Dann haben wir hier Salz, salziges Salz. Also aufpassen. Pfeffer, der pfeffrige Pfeffer. Und hier haben wir Hanging Tender. Ja, ihr habt richtig gehört, wir machen Gulasch mit Hanging Tender. Wer das nicht kennt, fragt mal beim Metzger. Ja, jetzt seid doch mal ruhig. Fragt einfach beim Metzger eures Vertrauens einfach nach und ihr bekommt Hanging Tender. Ihr müsst die Sehne rauslösen oder ihr lasst sie rauslösen. Der Klugscheiße Gordon hat sein Mikro gerade ausgemacht und er will jetzt bestimmt gleich was sagen, aber es darf er nicht. Nee, das ist nämlich an. Das weiß ich nämlich, dass es an ist. Ja, ach so, an ist. Ja, was ist denn aber, wenn es da nicht Metzger heißt, sondern Fleischer? Wie heißt es dann? Dann heißt es auch Hanging Tender. Nee, nicht Metzger deines Vertrauens, sondern Fleischer des Vertrauens. Oh, okay, alles klar. Dann haben wir hier ein bisschen Öl zum Anbraten, bisschen Soßenbinder, also wir brauchen jetzt nicht alle, brauchen wir alles? Okay, ja. Ihr macht immer das Geile. Der Gordon muss immer das Mikro ausmachen, weil der schon mal. Nee, das hört sich so an. Ja, er hat immer Schnappatmung. Drum muss er das Mikro mal ausschalten. Jetzt macht er immer, jetzt merkt ihr das immer, wenn er was sagen will. Dann macht er nämlich mit der linken Hand immer. Wie so ein Revolver. Also, wir brauchen dann natürlich Soßenbinder. Ja, sorry, man kann es auch anders machen, aber Soßenbinder haben die meisten. Und soll ja schnell gehen und soll trotzdem lecker werden. Drum Soßenbinder. Dann haben wir hier eine Orange, dann ein bisschen Gemüsebrühe, vier rote Zwiebeln sind das. Und das war's. Microblade haben wir noch. Wer das nicht kennt, Microblade, verlinken wir euch unten. Die ist so bockscharf, da könnt ihr Fingernägel raspeln. Glaubt mir. Machen wir natürlich nicht. Hier hinten haben wir ein Dutch Over. Dutch Oven haben wir da hinten. Da hinten haben wir einen Dutch Oven. Ein 4,5er von Barbecue Toro. Wie immer auch ein Link hier oben, wie er immer. Der muss jetzt noch ein bisschen heiß werden. Der ist noch gar nicht so heiß. Ich glaube, uns gehen langsam. Obwohl. Nee, ich glaube, der geht. Wir fangen nämlich an, jetzt erstmal Öl rein zum Schütten. Und dann machen wir es weg. Der Deckel auf. Dann einfach das Öl da rein. Das brauchen wir zum Anbraten. Jetzt wird es hell. Und der Deckel können wir jetzt hier hinlegen. Jetzt lassen wir das kurz warm werden und los geht's. Und jetzt wird's anbraten, jetzt hört Sizzle Sound. So, das lassen wir jetzt kurz 5 Minuten anbraten, aber dazu gesellt sich natürlich gleich unsere Zwiebeln, die dürfen gleich mit. Alle rein, ohne Diskussion. Da hat der Gordon natürlich mega geschnitten, das kommt raus. Das lassen wir jetzt richtig andünchen und anrösten, weil wir wollen Röstaromen, das kriegen wir nachher nicht mehr hin, weil das ist ja ein Dutch Oven Gericht Gulasch, da kommt es nach Flüssigkeit rein und dann kann das nicht mehr richtige Röstaromen geben. Drum jetzt oder nie. Hase. Vielen Dank für jeden einzelnen Abonnenten da draußen. Es macht mega Spaß mit euch Videos zu drehen. Wir sind nicht ganz normal im Kopf, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind stolz drauf und wir wollen auch gar nicht normal sein, weil nicht nur schön können nicht die anderen nicht, sondern auch normal können die anderen. Normal können die anderen nicht. Genau, normal können die anderen nicht. Wir sind natürlich unnormal, von daher Prost auf euch. Also hier ist unser Fleisch, das dürft ihr jetzt schön anbraten. Wir haben noch ein paar Kohlen unten dran, weil die Hitze einfach gefehlt hat. Ich mach mal so, einfach nachschieben und dann scheppert's richtig. Dann und haben dann wir hier einmal richtig. Orangensaft. Der kommt, das nicht weg? Das kommt jetzt da rein. Mach du dein Mikro wieder aus. Ich sehe es ganz genau, wie deine Hand drauf ist. Dann Wein. An. Sehr gut. Kommt auch noch dazu. Dann unser Wasser. Trinken. Danke. Boah,
Über warmes Wasser, das ist auch nicht so geil, so semi-geil. Dann machen wir jetzt gleich mal unser Gemüsebrühe rein. Da mache ich jetzt einen guten Schluck. So, oder? Ja, passt. Ja, ja. Möchtest du sagen? Sehr der Chef schön. Sagt, ist gut. Dann ein bisschen Salz und Pfeffer. Vorsicht, salziges Salz. Oh, was kommt denn da raus? Basilikum. Dann ein bisschen das salzige Salz. Machen wir. Ich bin immer so der Freund, ich bin ganz schnell der, wo übersalzt. Drum passe ich ein bisschen auf. Dann ein bisschen Pfeffer. Oh, die Kackstreuer. Das ist bei dem Pfeffer aber mega gut. Mm, super. Streuer sind einfach das Ding, was jeder braucht. Braucht nämlich keiner. Dann rühren wir das Ganze nur durch. Hab ich irgendwas vergessen? Die Sahne, gell? Nein. 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 Hast du nicht vergessen? Nein. Hab ich nicht vergessen. Nein, du hast Kürbis kommt später. Du hast nichts vergessen? Gar nichts? Nee. Also ich kann jetzt den Deckel einfach drauf machen. Du willst jetzt wahrscheinlich sagen, wie lange das jetzt da drin sein muss? 40 Minuten. Ganz genau. Einfach. Wir lassen das Ganze jetzt 40 Minuten quasi hinköcheln. Ich nehme dann jetzt auch ein paar Kohlen raus. Unten lasse noch so 4, 5 unten und 3 mache ich oben. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ich mache 6 unten und 3 oben zum richtig schönen Schmoren. Aber ihr könnt ja im Video nachgucken, wie man die Kohlenverteilung richtig macht. Und dann sehen wir uns in 40 Minuten wieder. Wir haben 40 Minuten später und... Ja, ihr seht an die Kohlen, anhand der Kohlen, dass da relativ was weggekohlt ist, aber... Was weggekohlt. Absolut. Da ist was weggekohlt. Also, komm, öffne den Deckel und lass uns dran teilhaben. Guckt euch mal das an. Aber man sieht erstmal grundsätzlich nichts, ja. Das schmuggelt viel, viel zu viel. Das dürfte eigentlich gar nicht so viel kochen, weil wir haben unten eigentlich weniger Kohlen. Ah, jetzt kommt das Licht. Schaut euch das an. Guck mal an, das ist zart. Definitiv. So sein. Was natürlich bei Hanging Tender so, man sieht, das Fett oben schwimmt. Hanging Tender hat natürlich einen höheren Fettanteil wie Gulasch an sich selber. Aber das macht nichts. Fett ist Geschmacksträger. Und jetzt kommt natürlich unser Gulasch rein. Boah, wieder mal ein Löffel. So. Jetzt kommt unser Gulasch rein. Nicht unser Gulasch rein, es kommt unser Kürbis mit dazu. Ich wollte gerade eben sagen, kommt Farbe mit ins Spiel auf jeden Fall. Kannst du jetzt einmal den Rand halten? Nein, komm, hast du ein zweites Mikro, musst du alles kommentieren. Ich will dabei sein. Ja, du bist ja, du stehst ja da hinten dran. So, das Ganze lassen wir jetzt so für 15 Minuten, also ich hätte jetzt gesagt 10 Minuten, und der Gordon sagt, nein, das sind 5 Minuten. Also, der Gordon sagt... Machen wir 12,5 Minuten, komm, dann, genau, sind wir wieder auf einer Schiene. Genau, und jetzt machen wir den Deckel zu, lassen das Ganze für 12,5 Minuten vor sich hin köcheln und dann geht es eben wieder weiter. 15 Minuten später und jetzt machen wir auf. Jetzt ist auch, guck mal, das kocht mega geil. Jetzt tun wir auch den Deckel einfach mal dahin. Oh, jetzt wird es auch noch gleich noch hell. Jetzt kommt unsere Sahne dazu. Dann nehmen wir da den ganzen Becher. Ja, 150 Milliliter kommen da rein. Dann kommt die Sahne komplett dazu. Jetzt kriegt das Ganze auch ganz, ganz geile Farbe. Vorher hat es eher so dreckig ausgeschaut. Jetzt schaut es dreckig mit Sahne aus. Nee, guckt euch mal das an, das sieht viel, viel geiler jetzt schon aus. Das lassen wir jetzt nur kurz aufkochen. Die Microblenden richten wir schon mal so her. So. Liebt das Geräusch, wenn er rauszieht und die Klinge macht. Kling. Da hat jetzt nichts Klingen gemacht. Hast du nicht gehört? Nee, mach mal. Also, eins muss ich ja kacken. Also du musst ja zusammendrücken. Ja, aber das finde ich voll übel. Also, das können sie nicht. Das ist so. Oder ich bin. Oh, doch, geht sogar. Jetzt her. Okay, alles klar. Aber die anderen haben es halt wahrscheinlich nicht gehört. Aber die Reibe ist wirklich mega geil. Wir haben ja so eine billige mal. Also ich habe eine billige daheim. Die ist nicht so geil wie die von Microblane. Ne, die ist wirklich schon gut, ja. Mhm. Außer die Hüllen. Da hättest du natürlich so ein bisschen... Kostet 3 Euro mehr, aber dafür hast du einfach was fürs Leben. Oh, das ist wissen so geil. Dir irgendwann mal wehtust. Da könntest du Fußnägel... Oh ja, das mache ich abends immer mit der Microblend. Das ist genau die, wo ich da auch immer mache. Jetzt nehmen wir unseren Soßenbinder und fangen an, das Ganze anzudecken. Also wir nehmen jetzt nicht alles, sondern tun das ein bisschen rein, nee, oder? Du kannst schon alles nehmen, das habe ich genau abgemessen. Ja? Ja, du darfst alles in den Soßenbinder. Das genaue Rezept, wie viel vom Soßenbinder reinkommt, steht auf mgbarbecue.de. Kann ich rühren? Ja. Mhm. Oh, jetzt dickt's an. Yes, das ist gut. Ich glaube, das lassen wir so, oder? So sieht's gut aus, auf jeden Fall. Oder? Jetzt mache ich noch der Orangenabrieb drauf. Darf ich ihn jetzt endlich drauf machen? Wenn du das von der Hitze nimmst, von der Hitzequelle, dann darfst du es drauf machen. Ja, dann. Oh ja, tipptopp. Guck, dann nimm mir das jetzt mit. Geh her. Du schraubst das Licht. Oh, ich mach's selber. Komm, lass gut sein.
bis du das hinkriegst, bin ich schon 20 Mal fertig. Jetzt nehmen wir unsere Orange. Da brauchen wir natürlich nur die Schale. Dafür brauchen wir jetzt die Microplane. Also, und dann nur den Schalenabtrieb. Wichtig, es muss eine Bio sein. Gut, reicht schon. Nicht zu viel. Okay, er sagt, es reicht. Soll ich es durchrühren? Einmal ganz kurz. Ach, das riecht so geil. Oh. Jetzt machen wir noch ein schönes Bild. Wird schwierig. Wird echt schwierig. Also, falls jemand sich mit Dutch Oven Video, Dutch Oven Fotos auskennt, sollte auch uns mal schreiben, wie man richtig geile Fotos macht. Wir tun uns einfach immer schwer. Also, das sieht halt immer, also das schmeckt so geil alles, aber das sieht halt echt oft aus, wie wenn ich früher nachts beim Saufen war und einfach über den Durst mit zu viel Baileys getrunken habe. Ich hasse Baileys ohne Ende, da kam das irgendwann wieder raus. Baileys ist geil. Boah, bitte. Baileys ist voll geil. Fass mir den Löffel an. Boah, ist der kalt. Boah, lecker Arsch. Also mittlerweile ist echt kalt. Was würde ich jetzt für eine Halle geben? Was würde ich jetzt einfach für ein bisschen Sommer geben? Ja, das wäre auch geil. Winter, was ganz wichtig ist, auf jeden Fall Kürbis und Hängetender und ein bisschen Orangenabrieb. Das schmeckt mega lecker. Dieses Gulasch gibt es seit 5 Jahren, jedes Jahr, wenn Kürbiszeit ist, mindestens 2 Mal bei uns. Warum? Weil alle stehen auf dieses Gulasch. Mhm. Und wenn du es nachmachst, verspreche ich dir, oder wir versprechen es dir, definitiv auch du. Das ist absolute Nachmach, nicht nur Empfehlung, sondern auch Muss. Du musst dieses Gulasch nachmachen. Ja, und wenn du nicht nur dieses Gulasch nachmachen willst, sondern auch noch viele andere Sachen, dann schalt auf jeden Fall am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag ein. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue. Weißt du, dass ein Dutch Oven richtig scheiße ist? Das ist ja immer so heiß. Immer bockheiß. Kann das einfach nicht einfach... Hast du ja verbrannt gerade. Das ist so geil. Ja, aber einfach Schlingentemperatur haben. Ja, wenn du es einfach reinfressen kannst, wie ohne Ende. Wie blöd. Ja. Ohne Pusten, ohne wie, alles. Wie bei Maggie halt. Du nimmst es bei Schreien fertig. Geil.